sich mit den Themen zu beschäftigen und die Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Ich finde es eine klasse Überleitung, Christine. Ich darf herzlich willkommen heißen Johann Soda. Lieber Herr Soda, herzlich willkommen. Und ich darf herzlich willkommen heißen Herr Professor Dr. Andreas Süska. Herzlich willkommen, Herr Professor Süska. Und anfangen mit diesem anderthalbstündigen Slot jetzt, wo Sie dann eben auch wieder Gelegenheit haben, sich mit Fragen zu beteiligen und. Den Anfang macht Winfried Felser. Und Herr Soda und Herr Professor Süska, wenn Sie so freundlich wären, würden einmal da oben um die Ecke gehen, um sich verkabeln zu lassen für Ihren Beitrag. So, Test, Test, Test. Bin ich hörbar? Keiner hört mich? Jetzt? Okay. Als Großfamilienkind wäre das jetzt kein Problem. Das geht auch ohne Mikro. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war heute schon ein ganz spannender Tag und vieles von dem, was ich berichte, ist eigentlich auch schon andiskutiert worden. Aber ich gehe mal nach vorne. Für Gunnar Streaming, wo bin ich denn eigentlich am besten aufgestellt, Gunnar? Wie komme ich am besten rüber? Nein, ganz frei von Eitelkeit. Übrigens, ich habe heute schon gewusst, dass alle ohne Krawatten kommen, außer Johann Soda, der einfach Stil beibehält, auch wenn der Mainstream einen Druck in eine andere Richtung erzeugt. Da habe ich gesagt, das muss ich noch toppen, deswegen bin ich sogar ohne Hemd heute dabei. So, das ist mein Schritt in Richtung Unternehmensdemokratie. Nicht nur die Krawatten müssen weg, auch die Hemden. Damit toppt man es. So, aber ich habe heute die dankbare Aufgabe, über ein ganz kurzes Thema zu sprechen, das Sie hier über diese drei Zeilen lesen können. Warum Industrie 4.0 und Lean zwingend zusammengehören und beides gemeinsam sich zwangsläufig ziemlich viel Zwang und zwingend zu einer neuen Art des Arbeitens, zur Arbeit 4.0 entwickeln. Meine Frage an dich, wie bist du auf den Titel gekommen? Also, ich werde auch tatsächlich darüber reden und ich werde tatsächlich ganz viel von den spannenden Impulsen heute hier aufnehmen können. Als erstes werde ich nämlich, wenn das Ding funktioniert, Muss ich das anschalten? Ja. Okay, ich muss nach vorne schalten. Als erstes werde ich die Aussage dieses Titels verneinen. Die gehören nämlich nicht zwingend zusammen. Ich werde sogar ganz entgegen sagen, wenn man nämlich Industrie 4.0 falsch versteht und vieles, was wir heute gebrainstormt haben, war falsch verstanden, liebe Gemeinde. Das muss man einfach zurechtrücken, dann gehören die nämlich gar nicht zusammen. Und leider ist es so, wir hatten heute ganz viel auf der zweiten von Gunnar und Guido, auf der zweiten Tafel standen eigentlich die Musterlösungen drauf, aber links hatten wir ganz viel, was ein tragischer Irrweg des ganzen Industrie 4.0 Projektes war. Wenn man nämlich einfach mal historisch sieht, Industrie 4.0 hat ja eine gewisse Vergangenheit und gerade wir werden heute Johann Soda kennenlernen, der sich auch dadurch auszeichnet, dass er diese ganze Historie nicht nur kennt, Andreas Süska auch, Professor Süska, sondern beide haben diese Vergangenheit kennengelernt und sie haben sie auch erlitten. Und diese Vergangenheit fing halt schon viel früher an mit ZIM. Ich komme von Fraunhofer und vorher kam ich vom Lehrstuhl für integrierte Produktion, insbesondere ZIM. So, also bei uns am Heinz-Nixdorf-Institut, da wo die letzten Millionen von Heinz-Nixdorf noch investiert wurden, wollten wir ZIM in die Zukunft führen und wir haben tatsächlich schon so ein bisschen über Industrie 4.0 nachgedacht. Aber zum Beispiel haben wir halt auch selber gesehen, ich habe auch damals die Share-Bücher über ARIS und insbesondere auch über SCHIM verschlungen, aber wir haben selber halt gesehen, ZIM, die Vision, die ZIM tatsächlich auch explizit hatte, Fabriken ohne Menschen, also jeder Ingenieur, der in ZIM tätig war, hat gedacht, Fabriken ganz ohne Menschen, wie toll. Das war ein furchtbarer Irrweg. Nils Flegging würde sagen, das war eine blaue Verirrung. Der unterscheidet immer zwischen blauen und roten Problemen, zwischen kompliziert und komplex. So, und wenn man jetzt sieht, was passierte denn mit Lean, sehr schön kann man das im Buch Illusion 4.0 von Andreas Süska, von Professor Süska lesen. Lean war ja auch in gewisser Weise, auch wenn es unabhängig entstanden ist, so ein bisschen Anti-ZIM. Und da ging es halt darum, um Menschen, um Wertschöpfung und es ging vor allem darum, dass man keinen IT-Overkill plante und keinen Technologie-Overkill, wie es letztendlich für ZIM verantwortlich war.
wenn man jetzt sagt, Industrie 4.0 ist ZIMT 2.0 oder 2.2.0, der zweite Reload von 2.0 und damit 4.0, ist letztendlich das Neudenken dieser Logik, dann ist Lean und Industrie 4.0 zwangsläufig eine Mogelpackung. So, und das ist halt die Frage, das Denkmuster, das Paradigma, was meint man eigentlich tatsächlich mit Industrie 4.0? Und wenn man ein bestimmtes Verständnis hat, gibt es da sogar einen inhärenten Konflikt zwischen Fokus Maschine und Fokus Mensch, der sich dann auch nicht auflösen lässt. So, jetzt blätter ich mal nach vorne. Und man muss auch sagen, diese Tragik des Industrie 4.0 Projektes, ich glaube, Gunnar wertschätzt nicht so wie Industrie 4.0, aber Professor Walster, wenn ich das richtig sehe. Aber Professor Walster hat es verbrochen. Ja. Das ist nämlich die sogenannte Walster-Treppe vom DFKI. Und die DFKI-Treppe, es gab schon ein 3.0 und ein 2.0, also da muss sich hier keiner Sorge machen. Ja, wir sind nicht von 1.0 auf 4.0 gesprochen, sondern natürlich fing es irgendwie an, mal mit dem mechanischen Webstuhl, der Fließfertigung und SPS, müsste man ja hier in diesem Selbstprogrammierer oder Speicherprogrammierer, Steuerung und so weiter, muss man ja in diesem Kontext kennen. Und dann war halt die vierte Stufe Cyber Physical Systems. Und diese Treppe, so sehr ich den Professor Walster auch wertschätze und seine tolle Arbeit am DFKI, die sicherlich in Zukunft noch im Cognitive Area noch wichtiger sein wird, diese Techniktreppe sehe ich mittlerweile als Fluch an. Weil dieses Meme hat sich in alle Köpfe festgefressen und hat auch Industrie 4.0 zu einem technisch zentrierten Fokus am Anfang werden lassen. Zumindest in dem, was, sagen wir mal, nicht der Inner Circle war, sondern der Mainstream. Und wo liest man Mainstream nach? Gunnar, wo liest man Mainstream? Spiegel. Im Spiegel? Ja, aber online. Du musst jetzt eine Online-Antwort machen. Mainstream liest man bei Wikipedia. So, und da liest man nämlich, wie Industrie 4.0 falsch verstanden wird. Und da sieht man wieder, wenn es wirklich im Detail ist, wenn es wirklich auch um Entwicklung geht, dass Wikipedia leider ganz oft eine ganz schlimme Quelle ist. Wenn man aber jetzt mal bei Wikipedia Industrie 4.0 googelt, dann liest man dann Dinge, Hightech-Strategie der Bundesregierung, Cyber-Physical Systems, technische Komponente. Ich erinnere mich an viele Vorträge von Johann Soder, da kommen solche Begriffe auch vor. Aber vor allem kommen dann Begriffe vor, die zum Beispiel man heute auch in der Plattform Industrie 4.0 liest. Und die habe ich bewusst grün gemacht. Oben haben wir das Hightech-Paradigma von Industrie 4.0. Unten haben wir ein Kollaborationsparadigma, nenne ich das, oder sagen wir ein neues Wertschöpfungsparadigma. Und da, wenn man sieht, der Begriff Industrie 4.0 steht für eine neue Stufe der Organisation und Steuerung der Wertschöpfungskette. Da geht es um individualisierte Kundenwünsche, da geht es um Menschen, aber wie gesagt, es geht vor allem um Wertschöpfungsnetzwerke. So, aber das ist halt the inner circle und das Scheitern der Industrie 4.0 Projekte ist es zum Teil, dass es nicht klar geworden ist, dass es darum geht und es geht nicht um Hightech als Selbstzweck. Und man muss ja auch sagen, das ist auch ein bisschen die Tragik der Medien. Wenn wir über neue Kundenbedürfnisse sprechen, wenn wir über neue Formen der Kollaboration sprechen, das lässt sich sehr schlecht transportieren. Was lässt sich gut transportieren? Was wir beim Fraunhofer immer gerne machen, Ameisen, die durch die Gegend fahren, miteinander sich unterhalten, Drohnen, die hoch und runter fliegen. Hightech ist halt medial viel besser aufzubreiten, als dass man sagen muss, wir müssen unsere Logik der Wertschöpfung letztendlich neu denken. Da ist man leider, wie bei Unternehmensdemokratie, in einem relativ abstrakten Bild. Da kann man noch ein Foto von einer Halle, von einer Solarhersteller machen. Aber es ist nicht so spannend wie Technologie, die man zeigt. Ja. Johann Soder zum Beispiel, werden wir auch noch hören, hat sicherlich Wertschöpfung neu erfunden, aber die Leute finden die Assistenten, die rumfahren und so weiter, es sind vielleicht die Dinge, die als erstes dann wahrgenommen werden. So, und deswegen kann man diese Frage vielleicht doch bejahen. Wenn man es so sieht, wie die Plattform Industrie 4.0 das definiert hat und rauskommt aus der Falle, die zu Recht auch Gunnar kritisiert oder Guido kritisiert, nämlich dieses rote Feld, ja, wo Industrie 4.0 eine Technikinnovation ist für die Fabrik. Smart Factory als wirklich Technologiethema. Dann haben wir ein Problem und werden das niemals mappen können auf Lean, aber es ist vor allem auch ein Thema, das uns nicht in die Zukunft führt. So, und dieser sogenannte Professor Süsker, ich hoffe, ich trete ihn nicht zu nahe, ich nenne es immer den Süsker-Quadrant, weil es das Ergebnis unserer kreativen Brainstorming-Sitzung war und sehr stark auch von Professor Süsker getrieben. Eine seiner Kritiken war halt, und Gunnar, du hast es heute auch zitiert, das Enden am Werkstor. Ja? Und das ist ja auch das, was wir die deutsche Falle zum Teil haben. Der
Tobias Kollmann, den ich in Essen jetzt auch am Lehrstuhl vertrete, läuft ja jetzt mit Deutschland 4.0 durch die Welt und sagt ganz klar, Deutschland muss zum Beispiel mehr Markt können. Deutschland hat hervorragende Ingenieure, aber wir dürfen mit unserem Denken nicht an der Factory enden, nicht am Werkstor, sondern wir müssen gucken, wie kommen wir in die Smart Service Welt, wie verstehen wir Plattformen, wie denken wir Wertschöpfungsprozesse ganz neu. Also enden nicht am Werkstor. Jan Westerbarkin ist der Arbeiten 4.0, zeigt aber eine zweite Falle, in die wir reinfallen. Nicht enden an der Technikzentrierung, sondern denken in Wertschöpfung, denken in Mitarbeiter, denken in Arbeit. So ein Thema wie Arbeit 4.0. Wenn man jetzt das Ganze zusammenfasst, dann ist so das Feld des ersten Heils eine Ökonomie 4.0, nicht nur für Deutschland 4.0, sondern eine Ökonomie, die eine stakeholderorientierte Welt, keine shareholderorientierte Welt ist und wo eine kundenzentrierte Sicht, und zwar Kunde im weitesten Sinn, und eine partnerschaftliche Wertschöpfungs- und Servicewelt zu einer höheren Produktivität führt. Weil das ist am Ende des Tages das, was entscheidend ist, nichts davon. Ob wir jetzt über Demokratie sprechen, über Hightech, über neues Arbeiten, nichts davon ist Selbstzweck. Sondern am Ende ist es immer eine Frage einer neuen Wertschöpfung. So, in diesem Meeting, das wir hatten, Professor Süsker hat da schon direkt weitergedacht, hat gesagt, eigentlich Ökonomie 4.0. Wenn das Framework der Gesellschaft 4.0 nicht stimmt, haben wir ein großes Problem. Also bis hin zu Fragen wie Grundeinkommen, was wollen wir überhaupt der Artificial Intelligence zulassen? Wollen wir also nicht quasi, wir sind Opfer von Artificial Intelligence, sondern am Schluss natürlich sagen, der Mensch hat immer die Gestaltungssouveränität. Ja. So, und das müssen wir auch einfordern, die Gesellschaft, die wir erleben. Und da, Gunnar, bin ich ganz und gar nicht bei dem Hype um das Silicon Valley Weltbild und insbesondere das Humanbild der Futuristen, die den Menschen eigentlich als etwas nicht Perfektes sieht, was eigentlich jetzt erst durch die Futuristen schon wie damals zur Zeit der Weimarer Republik, in der vorfaschistischen Zeit, wo der Mensch sogar durch Technik erst optimiert werden muss, halte ich für ganz gefährlich. Ja, also, und deswegen, wenn wir in das Bigger Picture ist, müssen wir sagen, was wollen wir überhaupt von Technologie haben, welche Art von Arbeit wünschen wir und welche Werte treiben uns. Ja. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, letztendlich dieses größere Bild dann auch zu zeichnen, und da hoffe ich jetzt auf die nächste Veröffentlichung. Herr Professor Süsker, ich weiß nicht, ob sie schon im Machen ist, nach der Zertrümmerung der Illusion 4.0 muss man jetzt aus Ruinen und der Zukunft zugewandt sein. Ja. So, und wenn man so ein Bild zeichnet, dann sage ich, so ein Paradigma, dann sind Lean und Industrie 4.0 diskussionsfähig und sind vielleicht dann auch komplementäre Perspektiven, Brüder in vieler Hinsicht im Geiste. Und wir werden heute Fälle sehen, wo tatsächlich das gelungen ist. Und wir haben das auch schon mal zusammengeführt. Ralf hat es ja schon mal erwähnt, wir hatten diese zwei Events. Zuerst hatten wir das Event, wo wir es gewagt haben, in eine Box drei Communities zu tun. Und zwar das eine war die Lean-Community, durch einen massiven Streiter wie Ralf repräsentiert, unter anderem. Aber auch Jörg Hattenbach hat quasi eine Doppelthematik, dass er einerseits Lean ist, andererseits Industrie 4.0. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt hier im Raum? Dann wird er wahrscheinlich noch zu uns stoßen. Dann hatten wir auf der anderen Seite Vertreter der Industrie 4.0 Community, zum Beispiel mein Ex-Kollegen Professor Henke vom Fraunhofer IML. Wir sind die mit den fliegenden Drohnen und den fahrenden Ameisen, die sich alle in Schwarmintelligenz selbst koordinieren. Und das Spannende war, dass ich gedacht habe, jetzt gibt es Mord und Totschlag. Es gab auch, muss man sagen, blutige Opfer. Ein Vertreter aus dem Bereich MRS wurde dann in seinem Fallbeispiel nicht so akzeptiert von der Community, wie ich das gehofft habe. Ich habe mir nachher die Videoaufzeichnung angeguckt und muss sagen, ich habe sehr mit ihm gelitten. Da hätte ich ein bisschen mehr Gnade und Barmherzigkeit erhofft. Ja, genau. Und man sieht, Ralf sagt immer aber. Ne? Also Ralf wusste immer ein aber.
warum Dinge doch noch nicht so richtig sind. Aber das Schöne ist am Schluss, zumindest die Industrie 4.0 und die Lean-Community hatten sich ja tatsächlich getroffen. Jörg Hattenbach wurde dann auch spontan zum Symposium, zum Lean Around the Clock eingeladen, um da entsprechend zu berichten. Und man hat eigentlich sich viel mehr gefunden, wie gesagt, bis auf die etwas unfaire Art mit dem Vertreter für die MWS-Community. Aber sonst hatte man tatsächlich auch eine gemeinschaftliche Sicht. Jetzt ist der Ralf da janusköpfig dargestellt, aus zwei Gründen, weil Ralf gesagt hat, gibt ja einen prominenten Kritiker von Industrie 4.0, den Professor Süska, wir müssten uns doch mal treffen. Und dann haben wir dann einfach gesagt, treffen wir uns doch einfach mal. So, und da sieht man zum Beispiel, wie eigentlich der Süska-Quadrant entsteht. Ich habe da auch versucht, zeichnungstechnisch das zu dokumentieren. Genau, und da entstehen bei mir immer sehr klare, das sieht man jetzt leider nicht, die Klarheit meiner Dokumentation. Die erschließt sich auch nur Eingeweihten des 7. Grades unter Nutzung psychedelischer, bewusstseinserweiternder Mittel. Aber jedenfalls, das Schöne war, dass wir bei aller massiven Kritik, die wir plötzlich alle teilten an Industrie 4.0, dann erkannten, dass wir da tatsächlich eine gemeinschaftliche Perspektive haben. Und ich glaube, wenn Sie heute auch Beispiele und Statements von den tatsächlichen Experten letztendlich sehen. Ich bin ja als Ex-Fraunhofler schon 20 Jahre daraus, darf aber an dieser Stelle übrigens betonen, dass ich vor über 20 Jahren Professor Kagemann ein solches Thema als Promotionsthema vorgestellt habe. Aber ich bin de facto aus der Community ja viel länger raus. Aber was das Schöne ist, insbesondere wenn wir jetzt hier zum Beispiel die drei Anwender sehen, den Johann Soder, Jan und den Dr. Ralf Köster, es ist ja nicht nur so, dass wir über Theorie sprechen, sondern es wird ja in der Praxis schon gelebt und realisiert, und zwar erfolgreich, ja, und zwar auch erfolgreich im Benchmark. So, und das, was mich weiterhin freut, dass es halt Initiativen gibt, die jetzt das Thema aufgreifen und auch das Thema Human- und Wertzentrierung in die Thematiken Industrie 4.0, aber auch genereller Digitalisierung reinbringen, zum Beispiel aus dem Kontext VDMA, der so oft gescholtene hier, der Softwarefachverband Digitalisierung, der Burkhard Röhrig ist der VV von, hat jetzt so eine Initiative Industrie 4.0 human gemacht. Und was ich spannend war, ich war beim Herrn Röhrig in Essen, dass er gesagt hat, eigentlich die Eröffnung muss der Herr Süska machen. Ja, und er hatte auch übrigens ihr Buch vor sich liegen und zitierte und war auch so amüsiert wie der Ralf über die ein oder andere Stelle. Und das heißt, im VDMA, der Softwarefachverband denkt jetzt darüber nach, wie er Humanzentrierung hinbekommen kann und wie er die unterschiedlichsten Perspektiven, Gamification-Experten da reinbringt, Fragen der Arbeitsorganisation etc. So, und da ist jetzt ein Blog entstanden, soll ein Buch entstanden, die planen auch Events dazu. Dann, ich habe ja eigentlich mittlerweile mehr den HR-Kopfhut auf. Und im Umfeld von HR zum Beispiel gibt es jetzt den Trend Human Digitalization, die sagen zum Beispiel die ganze HR, HR ist ja in der Sinnsuche, wofür ist HR eigentlich gut, fragen sich viele HRler, dummerweise fragen sie sich das noch viel mehr Nicht-HRler. So, und ein Thema ist, dass zum Beispiel HR jetzt für sich entdeckt, wir wollen die Digitalisierung, wir nehmen die positiv an, aber wir setzen auf die humanzentrierte Perspektive und sehen uns als HRler in Zukunft als diejenigen, die dafür sorgen, dass Digitalisierung humanzentriert erfolgt. Das finde ich eine spannende Perspektive im Bereich HR. Eine dritte Perspektive und komplementär zu VDMA, HR, ist das, was die DSAG macht. Die DSAG ist die Anwendervereinigung der SAP-Anwender. Und ein ganz reger ist der Otto Schell. Er ist Chef von General Motors SAP-Systemen. Und die entwickeln zum Beispiel jetzt eine Value Landscape 4.0, dass sie gesagt haben, irgendwann ist es ja auch langweilig, wenn man zum 43. Mal den Maintenance Case vorgestellt bekommt und immer zum Beispiel auch immer nur die Dinge, die sehr innenzentriert sind. Und die gehen jetzt dahin und sammeln aus, machen jetzt quasi als Plattform der DSAG-Anwender, sammeln die dann wirklich Faces, machen eine neue Landschaft. Es gibt ja die Landschaft 4.0 der Plattform Industrie 4.0, die ist regional orientiert. Die sorgen hingegen, dass sie die Wertschöpfungslandschaft insgesamt beleuchten und sagen, was können wir denn jetzt an der Kundenschnittstelle machen? Was bedeutet Plattform? Wie schaffen wir Individualisierung der Produkte und Services?
bis natürlich auch hin zu Fragen zu Maintenance und Remote Maintenance und Predictive und Analytics, ist ja auch alles gut, aber wie gesagt, in einer ganzheitlichen Perspektive. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, die Notwendigkeit wird gesehen und es schaffen sich Graswurzelnetzwerke, würde ich fast sagen, weil der Otto Schell zum Beispiel ist zwar Vorstand vom DSAG, aber der macht das quasi bottom-up, weil einfach einzelne Köpfe sagen, dass die bisherige Perspektive da nicht ausreichend ist. So, also mich macht das auch ganz besonders glücklich, weil ich leide immer, ich bin gar kein Freund von dem Thema digitale Transformation, vertrete aber, wie gesagt, den Tobias Kollmann zwar jetzt zu dem Thema E-Business in Essen, aber die meiste digitale Transformation ist sehr oft halt, was ich eine triviale Digitalisierung nenne. Ja? Also, das ist eine Digitalisierung, die im Wesentlichen 1:1 die bisherigen Wertschöpfungsprozesse umsetzt. Jetzt gibt es glücklicherweise das Zitat vom neuen Bitkom-Chef, der etwas über scheiß Prozesse gesagt hat. Ich glaube, wer kennt das Zitat? Ja, okay, kenne ich alle, aber der hat, dann sage ich jetzt, was er gesagt hat, ne? Sonst würde ich jetzt so ein schlimmes Wort gar nicht in den Mund nehmen. Der hat gesagt, wenn Sie Scheißprozesse digitalisieren, dann haben Sie halt digitalisierte Scheißprozesse. Ja? So, das versteht jeder, wenn ich solche Bilder male, die ich sehr einleuchtend finde, versteht das selten jemand. So, aber damit will ich eigentlich dasselbe sagen wie er. Ne? So, und ich will damit sagen, wir müssen gucken, es geht nicht um Digitalisierung als Selbstzweck, sondern es ist immer die Frage der Wertschöpfungstransformation. Und jetzt komme ich mit einem schlimmen Wort, Gunnar mag solche Worte ganz besonders nicht, Emergenz, om. Ich glaube nämlich, Emergenz, ja, als verhinderter Theologe, glaube ich, aus dem Geist, aus der Materie, ich glaube, dass Digitalisierung an für sich eine neue Wertschöpfungslogik bedingen wird. Und das, was wir eigentlich tun müssen, ist eine Systematisierung dieser neuen Wertschöpfungslogik. Und wenn wir so Phänomene anschauen wie Netzökonomie, Unternehmensdemokratisierung, Service-Dominant Logic, Service-Perspektive in der Betriebswirtschaft, dann sieht man zum Beispiel, dass die alten Denkmetaphern der Ökonomie, Markt, Produkt, die Abteilungen wie Marketing, Vertrieb, Produktion, HR, Einkauf, Teil, Komponente, all diese Begrifflichkeiten, glaube ich, werden in the middle run oder in the long run, wenn wir alle tot sind, aber es wird trotzdem, glaube ich, die werden pulverisiert und wir werden in ein ganz neues Denken kommen, wo letztendlich wir erkennen, dass diese, insbesondere diese Begrenzungen aufgelöst werden. Und ich habe da oben geschrieben, das Soda-Prinzip. Johannes Soder, Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an ein Gespräch, das Sie wie viele andere geführt haben auf der Hannover Messe mit mir, wo Sie dann plötzlich gesagt haben mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht, ich möchte gar keine Antriebstechnik mehr verkaufen, ich möchte Plattformen verkaufen und ich möchte eigentlich den Kunden eine bestimmte Leistung und wir sind der Enabler dafür. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gesagt. Ja. Aber das Schöne ist, mit einem anderen Kopf, den ich sehr schätze, dem Professor Heribert Meffert, schreibe ich gerade ein Paper, wo wir gerade das dokumentieren. Ja, Marktorientierung im Zeitalter der Digitalisierung. Ich würde noch genereller sagen, neue Wertschöpfung im Zeitalter der Digitalisierung. Wie sieht die neue Wertschöpfung aus? Und jetzt ist Schluss. Vielen Dank. Ja. Er hat diesmal nur 15 Minuten überzogen. 15 Minuten habe ich überzogen? Nur 12 Minuten. Ach, nee, du hättest jederzeit Schluss sagen können. Ich kann jederzeit dann einfach sagen, und jetzt ist Schluss. Okay. Lieber Winfried, ganz herzlichen Dank. Das soll ja ein Impuls sein. Ja. Und jetzt freuen wir uns auf den Impuls vom